Falls ihr euch schon mal gefragt habt, was ein Briefkasten eines Mehrfamilienhauses im Wald zu suchen habt, dann standet ihr wahrscheinlich vor einer Borkenkäfer-Monitoring-Falle. Das sind sogenannte Lockstoff- oder Pheromonfallen. Und hier drin baumelt ein Präparat eines Lockstoffes, der Borkenkäfer, also in dem Fall überwiegend den sogenannten Buchdrucker, ein Borkenkäfer, der an Fichten geht, auffangen soll. Die Käfer auf der Suche nach diesem Lockstoff fliegen gegen die Falle, fallen dann in diese Schlitze herein und landen letztendlich hier unten in diesem schwarzen Kasten, kommen da nicht mehr raus. Und Waldbesitzende versuchen damit quasi ihre Fichten zu schützen. Allerdings sagt die Wissenschaft, das funktioniert gar nicht so richtig, weil einfach viel zu viele Borkenkäfer unterwegs sind und nur ein Bruchteil hier in diesen Fallen landet. Deswegen werden diese Fallen von wissenschaftlicher Seite eher für die Monitoring-Zwecke benutzt. Das heißt, zu schauen, wann sind die Borkenkäfer aktiv, wann schwärmen die aus und wann legen sie zum Beispiel Geschwisterbruten an.